Ja, hallo zusammen zu einem neuen Extra. Und ja, jetzt ist es endlich durch, die Erhöhung des Umweltbonuses. Das hat jetzt einige Zeit gedauert. Habe das Ganze ein klein wenig immer wieder verfolgt. Und ja, da gab es natürlich gewisse Verzögerungen seitens unserer Regierung auch wieder. Denn das Ganze musste ja erst durch die EU-Kommission abgenickt werden, denn ja, solche Steuervorteile sind wohl, sage ich jetzt mal, da genehmigungspflichtig seitens der EU-Kommission, und das haben sie jetzt also dann endlich nachgeholt. Der eigentliche Beschluss war ja bereits Ende oder im September oder im November oder so. Und es scheint wohl so, dass rückwirkend zum einem Stichtag im November, ich weiß nicht, war es der 4. oder war es der 9., wo jetzt tatsächlich der erhöhte Umweltbonus gezahlt wird, Klammer auf, wenn der Automobilhersteller, wo man das Auto gekauft hat, auch seinen Anteil übernimmt. Und da wird es jetzt insbesondere interessant für den E-Golf, den ich bestellt habe. Aber ich glaube, ich bin da ganz guter Hoffnung, dass ich also auch von der erhöhten Förderung da profitieren kann, denn auf der Rechnung ist ja neben dem Umweltbonus auch noch ein zusätzlicher Rabatt mit verzeichnet, und ich vermute mal, das wird sich dann verrechnen lassen, ob jetzt da VW reinschreibt, ihren Anteil oder jetzt den Anteil erhöht, glaube ich, macht denen nichts aus, weil der Rabatt wurde ja gegeben. Ob das jetzt Umweltrabatt heißt oder wie auch immer Rabatt heißt, scheißegal. Also ich denke auch, das war schon im Vorgriff auf die Erhöhung, haben sie das also dann schon gemacht. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es für meinen Golf, was er dann auch zutrifft, dass ich also dann auch die 3000 Euro bekomme. Da bin ich mal gespannt, wie das dann so ist. Ich werde berichten natürlich, aber das hat jetzt natürlich noch ein halbes Jahr Zeit, denn der wird ja erst dann im August voraussichtlich kommen. Vielleicht kommt auch eher. Mal gucken, ich habe noch nichts gehört. Also so 6 bis 8 Wochen vorher bekommt man wohl Bescheid. Tja, ansonsten, was interessant ist, ist, dass also nicht alle Fahrzeuge von derselben Erhöhung profitieren. Es gibt tatsächlich für kleinere Fahrzeuge einen höheren Rabatt, und das Ganze hat natürlich dann auch einen gewissen Sinn, dass man also da auch ein bisschen versucht, die kleineren Fahrzeuge ein bisschen zu bevorteilen, denn ja, für die kleinen Fahrzeuge bis 40.000 Euro Listenpreis, und Listenpreis heißt also jetzt nicht das, was man bezahlt hat, sondern ist tatsächlich das, was auf der das, was die minimalste Ausführung des Fahrzeugs auf der Liste sozusagen kostet. Und das heißt also, dass wahrscheinlich der ID.3 da mit reinfällt, weil er wird zwar wahrscheinlich für mehr als 40.000 Euro verkauft werden, aber der Listenpreis fürs Basismodell wird wohl unter 40.000 Euro liegen. Und von daher, ja, mal wieder ein VW-Deal möglicherweise. Naja, gut, egal. Irgendeine Grenze mussten sie wohl ziehen. Und Tesla Model 3. Und ist natürlich klar, dass dann, ja, noch ein Tesla Model 3, ist irgendwo ein Nest. Ist natürlich klar, dass die Fahrzeuge, die jetzt also über 40.000 bis 60.000 kosten, über 60.000 gibt es sowieso keinen Umweltbonus mehr, die bekommen also 500 Euro mehr, soweit ich das verstanden habe. Also die Fahrzeuge, die unter 40.000 Euro sind, erhöht sich der Bonus um 50%. Das heißt also von 2.000 Euro auf 3.000 Euro. Und für Fahrzeuge, die über 40.000 Euro liegen, erhöht er sich um 25%, heißt also von 2.000 auf 2.500 Euro.
Insgesamt halt dann bekommen die dann halt 5.000 Euro Rabatt und die kleinen Fahrzeuge 6.000 Euro. Ja, ich finde es ganz gut. Kann man denken, wie man will. Ob es notwendig ist heutzutage, sei mal hingestellt. Es ist ein bisschen ein Anreiz und ja, solange der Fördertopf noch da ist, sollte man ihn ausreizen und ist halt eine gewisse Anschubfinanzierung halt, ne? Ja, so schaut's aus. Lange Rede, kurzer Sinn. Es ist endlich durch. Es dauert jetzt wahrscheinlich noch ein paar Tage, bis es im Bundesgesetzblatt abgedruckt ist, weil da muss es dann stehen, damit es Rechtskraft erhält. Und bis dahin, denke ich mal, werden jetzt vielleicht noch ein, zwei Tage vergehen. Ich weiß nicht, wie schnell das dann funktioniert. Und dann wird das Ganze dann auch umgesetzt und vermutlich auch rückwirkend ausgezahlt. Ja, so schaut's aus. Umweltbonuserhöhung ist da. Wünsche, Kommentare, Anregungen gerne wieder unter diesem Video. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.